Ab Mittag ist es dann überwiegend sonnig. Allgemein weht relativ schwacher Wind. Die Temperaturen steigen auf 3 bis 13, in 2000 Meter auf minus 3 bis plus 1 Grad. Auch am Mittwoch von Oberösterreich bis ins Nordburgenland teils dichte Wolken mit ein bisschen Regen, sonst recht sonnig. Dazu mäßiger Wind aus Nordost bis Südost und 4 bis 14 Grad. Gas geben, wie mein Vater immer gesagt hat. Falco, Superstar aus Wien. Zum 50. Geburtstag von Hans Hölzel. Das Falco-Special. 2 Stunden im Zeichen einer österreichischen Musiklegende. Mit Radio Wien Musikexperte Tommy Vitera. Mit einer Live-Version von einer der erfolgreichsten Kreationen von Falco überhaupt starten wir in unsere Verneigung vor dem Jubilar. Und damit herzlich willkommen auf Radio Wien. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. All diese Beschreibungen, die er einst auf einen anderen, über die Grenzen hinaus Bekannten der heimischen Musikszene gerappt hat, konnte Hans Hölzel auch auf sich nahezu 1:1 übertragen. Zwischen Absturz und Aufstieg, dazwischen gibt es irgendwie nichts. Mein Job, Grenzgänger zu sein, der auch durchaus auch immer wieder mit seinem Leben spielt. Sein Ausnahmestatus und seine Popularität sind bis heute ungebrochen. Kein Zweifel, der Falke lebt weiter, auch nach diesem 50. Geburtstag, das ist gewiss. Gefeiert hätte der Wiener Kultmusiker dieses Lebensjubiläum, da sind sich Insider einig, aber wohl kaum. Auch dieses Radio Wien Special, in dem neben Hans Hölzel auch seine Freunde, Fans und Kollegen zu Wort kommen, soll keine anlassbedingte Orgie von Komplimenten an Falco sein, sondern ein möglichst authentisches und ein von unterschiedlichen Seiten beleuchtendes Porträt von einem Mann, der, wenn auch nicht vergleichbar, trotzdem aber so wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde 2 Seelen in seiner Brust trug. 2 Rollen. Die eine war der Mensch Hans Hölzel und die andere die selbst erfundene Kunstfigur Falco. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, einen Freuden des Lebens äußerst aufgeschlossen gegenüberzustehen. Ich glaube, das muss man sich alles geben. Buchautor Peter Lanz, der schon mehrere Werke, darunter eine aktuelle brandneue Biografie über Österreichs international erfolgreichsten Popsänger verfasste, beschließt das Vorwort zu diesem Radio Wien Special, zu dem ich Ihnen gute Unterhaltung wünsche. Der Falco war arrogant, überheblich, kalt, ein Einzelgänger. Der Falco war herzlich, liebevoll, zuverlässig, menschlich. Also ich glaube, das sind die Beschreibungen, die am besten auf ihn zupassen. Er war keine Person, die nur ein Bild abgab. Er war immer zerrissen. Er war immer eigentlich 2, manchmal 3 Personen. Wunderschön.
Ein Bassist namens Hölzl wurde zu Falco. Die Geschichte einer österreichischen Weltkarriere. Jetzt auf Radio Wien. Mit den Worten: Alles wartet auf die Helden von heute, endet Falcos gleichnamiger 82er Klassiker. Auf jene beiden Helden, die sich in der zweiten Hälfte der 70er Jahre in den Reihen der Hallucination Company einer sich als erstes Wiener Musiktheater interpretierenden Formation kennenlernten, wartete wohl kaum jemand. Dafür aber umgekehrt. Der Bassist Hans Hölzl und sein damals neu gewonnener Freund, der Sänger Hansi Lang, wollten beide die Welt niederreißen. Miteinander oder eben einzeln. Jeder halt auf seine Art. Er wollte halt um jeden Preis Nummer 1 werden. Ich würde damals um jeden Preis einen Song machen, der kein Refrain hat. Hansi Lang, hier mit einem 93er-Werk in den Reihen der Hallucination Company zu hören, gehört gemeinsam mit dem damaligen Bruce Springsteen und David Bowie-Fan Hans Hölzl zur ersten Generation in Vickerl Adams berühmter Talenteschmiede. Wer damals Mitglied der Hallucination Company war, der musste auch ein umfangreiches Aufbauprogramm über sich ergehen lassen. Der Hans und ich waren ja damals bei der Company, wie soll man sagen, also die jungen Rebellen, die jungen Türken im Gegensatz zum Adam Vickerl. Wir waren damals so brav, das gibt's gar nicht. Der Adam Vickerl, das hat sich halt die Proben, wenn ich jetzt sage, so ganz einfach eine Probe, dann hört sich das so wie eine Probe an. Aber das war damals um 10 Uhr im Stadion getroffen, bis 12 Uhr Gymnastik, dann von 1 bis 4 Uhr Workshops. Und dann um 4, 5 Uhr haben wir zum Spielen angefangen, bis 12 in der Nacht oder noch länger. Dann haben wir erst die musikalischen Proben angefangen. Und wir haben damals die ehemalige Presseräumlichkeit haben wir damals als Proberaum bekommen. Und dort hat es ja alles drin gegeben. Turnsäle, alles hat es da gegeben. Wir sind immer im Gras gelaufen, im Stadion. Und außen beim Stadion hat es ein ganz berühmtes Würstelstandl gegeben, der die besten Käsekreiner damals gehabt hat. Jetzt wahrscheinlich noch immer. So hat damals ein Probetag bei Adam Vickerl ausgeschaut und das haben wir durchgezogen. 4-5 Monate. 1977 lebte Hans Hölzl 1,5 Jahre in Westberlin. In dieser Zeit kreierte er auch seinen Künstlernamen, basierend auf seiner Sympathie für den damals so erfolgreichen DDR-Springer Falco Weißpflug. Hölzl änderte nur einen Buchstaben. Statt dem K schmückte ein C das Wort Falco. Einer der ersten, der mit dem neuen Logo vertraut gemacht wurde, war jener Mann, der Hans Hölzl vom Fleck weg für die Hallucination Company engagierte, als er in den Reihen der Gruppe Umspannwerk bei einem Auftritt in der Mödlinger Fußgängerzone den Bass zupfte. Vickerl Adam. In München ist er auf einmal gekommen, glaube am dritten Spieltag war es, und sagt: Du, Vickerl, sag mir nicht als Hans Hölzl am Bass Hans Hölzl, sondern sag am Bass Falco Gottehrer. Nach 3 Tagen hat er dann gesagt: Das Gottehrer nehmen wir wieder raus, das ist doch ein bisschen zu dick, aber beim Falco lassen wir es. Nach der Hallucination Company trat Hans Hölzl alias Falco mit seiner Bassgitarre und den zwei nie veröffentlichten Sangeswerken Chance to Dance und Summer erstmals beim Unterhaltungs- und Coverprojekt Spinning Wheel ans Mikrofon, um sich kurze Zeit später dann doch der grotesk-politischen Anarcho-Band Tradiwabbel anzuschließen. In der Zusammenarbeit mit Mastermind Stefan Weber und seiner Formation zeigte der Falke nunmehr neben seinem musikalischen Talent durchaus schon seine exaltierte Seite. Von den hautengen Leopardenhosen und dem restlichen Punk-Outfit hob sich seine Designerkleidung, die er übrigens stets durch Plastiküberzüge vor Beschädigung schützte, natürlich auffallend ab. 1980 trug Falco in den Reihen von Tradiwabbel erstmals ein selbstgeschriebenes Stück vor. Ist irgendwann einmal nicht der Nummer ganz Wien dahergekommen. Damals war das für mich noch ein Pausenfüller. Da war ich froh, dass ich eine Nummer zum Umziehen habe. Und da habe ich gemerkt, die Leute klatschen und flippen total aus bei der Nummer. Und da habe ich erst richtig gemerkt, das Charisma des Falco.
die Ausstrahlung, dass er wirklich die Leute fesseln kann und ohne, dass er da beim Mikrofon ständer zertrümmert oder irgendwas macht, was sonst bei der Gruppe üblich war. Ja, und diesen ersten Kultsong, der den Drogenkonsum in der Wiener Szene thematisiert und deshalb mit Radioverbot belegt wurde, nahm Falco ab diesem Zeitpunkt in sein Live-Repertoire auf. 1982 war ganz Wien auch auf seinem Debütalbum Einzelhaft zu finden, hinter dem der damalige Wiener Labelchef Starminia-Eminenz Markus Spiegel als quasi Projektleiter steckte. Falco war, sagt Markus Spiegel, von Beginn an eine unglaublich charismatische Persönlichkeit. So ist er mir auch aufgefallen in einem Konzert 81 in den Sophiensälen bei Tradewaberl. Das Konzert hieß Selbsthilfe gegen Sucht und da spielte er ganz Wien und da trat er vor, spielte sein Lied und da habe ich mir gedacht, ja, das ist er. Er ist ein geborener Star im letzten Endes. We'll be right back.
Er war ein Superstar und er bleibt populär. Falco Forever, das große Special zum 50. Geburtstag von Hans Hölzel. Jetzt auf Radio Wien. Dem Sensationsalbum Einzelhaft, der ersten von insgesamt drei Soloplatten, die Marco Spiegel vertraglich mit Falco fixierte, konnte Hans Hölzel zum Höhenflug ohne Limit und genaues Landeziel ansetzen. Mit dem Wiener Produzenten Robert Ponga nahm er unter anderem auch die Single Der Kommissar auf. Kuriosum am Rande, das Lied bot Ponga ursprünglich Reinhold Bilgeri an, der jedoch ablehnte. Falcos gerappte Mixtur aus einem cool gehaltenen wienerisch-englischen Sprachmischmasch gaben der Nummer ihren so grenzgenialen Drive. Wenn jemand meine Arbeit verfolgt,
dann weiß er ohne dies, dass das an sich nur ein Fahren auf dem Zeitgeist-Express war, auf den ich nicht aufgesprungen bin, sondern den ich ja zu einem gerüttelten Maß mit selbst produziert habe. Mit dem Kommissar gelang Falco 1981 mit Unterstützung des US-DJs Afrika Bambaataa, der den Song als Remix-Variante in den amerikanischen Clubs verbreitete, sein erster Welthit. Das Stück war in vielen europäischen Ländern, wohlgemerkt als Maxi-Single, auf Platz 1 der Charts zu finden. Sogar in Guatemala führte der Song die Hitparade an. In Kanada erhielt Falco für den Kommissar Gold. In den USA schaffte es die Maxi-Version und nur diese in die Top 10. Der Wiener war damit der zweite Künstler nach der deutschen Elektronikformation Kraftwerk und deren Kreation Autobahn, der es mit einem deutschsprachigen Text in die US-amerikanischen Charts schaffte. Insgesamt verkaufte sich der Kommissar weltweit 4 Millionen Mal. Falcos Bandkollege und Freund Thomas Rabic. Ich bin schon zusammengezuckt, wie mir der Markus den ersten Scheck gegeben hat von der Lizenzabrechnung. Mit Coverversionen wie unter anderem jener von Laura Branigan und jener von Falco selbst autorisierten höchst erfolgreichen Kommissarableger für die britische Formation After the Fire kamen weitere 3 Millionen dazu. She was hot, she was singing. Durch solche Coverversionen wurde die anglophile Welt neugierig auf das Original. Falco from Austria wurde als Exote schnell zum begehrten Interviewobjekt. Hier eine absolute Rarität, ein 1983 entstandenes Interview. Falco auf Englisch und auf Radio Free America. Radio Free America. New music. I have to say I'm smashed. I'm completely smashed because I didn't expect it. For the last 10 or 15 years when we grow up, there was just American and British pop culture in Germany. Everything what happened in the local national scene was rote Rosen aus Atarin, Schmalz. You know the word Schmalz? And I think a real strong thing was to discover the German language for rock music. Interviewing Falco. Falco, the Austrian superstar whose song Der Kommissar, the commissioner, is breaking through on college radio. Hi, I'm Marilyn Pittman. I'm Brian Birdie. And here we are. Der Kommissar. Wenn sie anderer Meinung sind, denn
dem Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt halt jedes Kind jetzt das Kinderlied. Praline drum. Oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind gerne und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm. Falco Forever. Das große Special zum 50. Geburtstag von Hans Hölzel mit Radio Wien Musikexperte Tommy Vitera. Es beginnt in einem Wald, alle Rechte sind bezahlt und es endet doch daheim. Meine Hände sind zu kalt, denn die Zeit, die ging ins Land, meine Seele ist zu rein. Der Bube fragt den König, hey baby, do you wanna dance? Sie machen History, denn sie sind scharf wie nie. The first re-elected rock'n'roll band. Bang, baby, so I jump the booty to the rhythm and the booty to beat. I do the bang, bang, baby, so I jump the booty to the rhythm and the booty to beat. Herr Präsident, wir kennen eine Sprache, diese Sprache, die heißt Musik. The sound of music. How can you hear the bands playing? Can you feel the body swaying? The sound of music. And if you feel the groove, you better start to move. The sound of music. A step in time to the rhythm and move your
Für den am 19. Februar 1957 zur Welt gekommenen Johann Hölzl, der als einziger von Drillingen die Geburt überlebte, fiel der musikalische Startschuss im Alter von 4 Jahren. Der kleine Hans, wohnhaft im 5. Bezirk, schwang den virtuellen Taktstock zum Radio, aus dem Elvis, Cliff Richard und Beatles-Klänge kamen. Dieser Begeisterung und der Begeisterung seiner Mutter, Maria Hölzl, verdankte er seinen anschließenden Klavierunterricht. Ich wollte immer eine Gitarre, habe immer ein Klavier gekriegt, also ein Akkordeon und ein Klavier. Und so habe ich beides nicht gelernt, weder die Tasten noch die Saiten. Mit 5 Jahren erreichte Hölzl Juniors zweihändig gespieltes Schlagerrepertoire, die 30-Stücke-Marke. Bei einem Musikwettbewerb attestierte ihm ein Professor dann sogar ein absolutes Gehör. Die ersten bitteren Erfahrungen kamen mit 11, als der Vater die Familie verließ. Im Gegensatz zu einer Gitarre, die ihm dann sein Vater schenkte, gewann Hans Hölzl der Schule zunehmend immer weniger ab. Diese brach er nach über 500 unentschuldigten Fehlstunden ab, arbeitete wenig später genauso wenig ausdauernd bei der Pensionsversicherungsanstalt und widmete sich danach dem Gelegenheitsjob-Dasein. Während seines Präsenzdienstes Mitte der 70er Jahre bediente Falco erstmals eine Bassgitarre. Ein Semester am Wiener Musikkonservatorium folgte, inklusive ersten Engagements bei der bereits erwähnten Band Umspannwerk. Jetzt aber zurück zu Falcos Solokarriere und weiteren Stilblüten. Play.
Von der Hallucination Company zur Nummer 1 der amerikanischen Charts. 50 Jahre Falco. Das große Special jetzt auf dem Charismatiker der Status des Superstars haften. Fans belagerten seine Wiener Wohnung. Einer, der mit nur einem Lied, dem Kommissar, Österreich auf die Weltkarte der Popmusik hiefte, dem bleibt man gefälligst treu. Doch ihn selbst machte die Bugwelle des Erfolges vorübergehend fast manövrierunfähig. Falco mit Selbsteinsichten. Es ist ein offenes Geheimnis, dass wenn du als Newcomer mit einem Hit daherkommst, also wenn du deinen Namen, der neu ist, den man zuvor noch nie gehört hat in irgendeinem Zusammenhang, sofort im Zusammenhang mit einem Welthit bringst, damit in Teufelsküche kommst. Also das kann man doch ruhig so sagen. Die Unruhe rund um das Funktionieren der Karriere brachte Hölzel dem Alkohol ein gutes Stück näher. Doch er setzte sich auf der anderen Seite auch zur Wehr, produzierte eine TV-Show, schreitete via Opernballbesuch den roten Teppich vor der Aderbei-Presse ab und verpasste sich ein neues Management. Nach einem Timeout in Thailand krempelte Falco seine bestens betuchten Hemdsärmel hoch und wechselte zum holländischen Produzentenbrüderpaar Rob und Ferdi Bolland über, die dem dritten Hölzelwerk Falco 3 weitgehend bombastische Sounds beimengten. Gas geben, wie mein Vorlehrer immer gesagt hat, schauen Sie, Gas, nicht bremsen, Gas, mit Gas gewinnt man das Rennen. So lautete auch die Devise für das erklärte kommerzielle Highlight auf dem 1985 veröffentlichten Album, die Mozart-Hymne Rock Me Amadeus, die sich von einem souvenirartigen Wien-Urlaubsmitbringsel danach, so wie schon der Kommissar, über die DJs in den Musikclubs zu einem immer größer werdenden Hitballon aufblähte. Am 29. März 1986 wurde Rock Me Amadeus nach siebenwöchiger Chartspräsenz zum ersten Nummer 1-Hit eines deutschsprachigen Musikers in den USA ausgerufen. Radiostar DJ Casey Kasem vermeldete höchstpersönlich die Sensationsnachricht in seiner legendären Show American Top 40. Now on American Top 40, we're up to the new number one song in the USA. And it's a song that's about a man whose life is one of the greatest success stories and tragedies ever lived. This man, Wolfgang Amadeus Mozart, his music lives on. And so does his name in many places. Among them, the Billboard Pop Singles chart, where Mozart has hit the top. The new number one song in the land is by Austrian recording artist Falco. The most popular song in America is Rock Me Amadeus. Er hatte Flair, er war ein Virtuose, war ein Rock-Idol und alles lief. Er kam mit Rock Me Amadeus. Und es war irgendwie nur Plastic Money in den Modelbanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll. Und alle suchten noch auf den Captain Rock Me Up. But
wunderbar, wunderbar. Insgesamt 3 Wochen, vom 29. März bis 12. April 1986, verharrte Falco mit Rock Me Amadeus als Spitzenreiter in den US-Charts, bevor er dort von Prince und dessen Hit Kiss abgelöst wurde. Die Single verkaufte sich in den USA über 800.000 Mal, zu wenige für eine dortige Goldauszeichnung. Für die reichte es in Europa allemal. 600.000 Mal Rock Me Amadeus in Deutschland, 700.000 in Großbritannien und 80.000 hierzulande. Insgesamt Nummer 1 in 30 Ländern, die in Summe 4 Millionen Mal über die Ladentische ging. Also kennt sich aus. Es liegt doch auf der Hand, es war mit Bock und Rollmusik nicht immer leicht in diesem Land. Was in mir sitzt, ist weiß gespritzt, das ist mir völlig klar, obgleich ich Whisky-Check und du seitdem in USA ich war. Dort sagt Falco, you are wonderful, komm, habt's mir langsam gern, wenn's meine Records trotzdem kaufen bittet, tät es mich nicht stern. Das Typische an mir, ich bin untypisch ganz und gar, einmal hoch und einmal tief. Einmal gespritzt, dann wieder klar. Ihr werdet mir nehmen müssen, wie ich bin. Ich sag's euch lieber gleich, zeigt's mir den nächsten schlanken Fuß, dann bin ich für euch live dabei. Amerika, hört's ihr mal klar, was wir mal vermissen kann. Beste Information der Stadt. ORF Radio Wien. Die Nachrichten. Es ist 21 Uhr. Im Nachrichtenstudio begrüßt Sie Martin Balder. Guten Abend. Die neueste Ortstafelidee.
So viel zum Wetter von Herbert Kartus. Radio Wien feiert Falco Forever. Das große Special zum 50. Geburtstag von Hans Hölzel mit Radio Wien Musikexperte Tommy Vitera. Alles klar, Herr Kommissar. Sie im ersten Teil unseres zweistündigen Radio Wien Falco Specials über die Wurzeln, den Aufstieg und das Husarenstück erfahren konnten, die Nummer 1 jenseits des großen Teiches zu werden, widmen wir uns in dieser Stunde weiteren Zugängen zum Thema Hans Hölzel alias Falco. Was ist er denn? Was hat er denn? Was kann er denn? Was macht er denn? Was rettet denn? Wer glaubt er, dass er ist? Fans und Sammler kommen zu Wort. Wir spielen Ausschnitte aus kuriosen Falco-Raritäten und zeigen, was man unter anderem alles mit dem Kunstprodukt, der Trademark Falco, bislang so anstellte und anstellen kann. Falco und der Tod, Falco als Vaterfigur, Falco und die Frauen. Eine davon hören Sie gleich jetzt in einem Duett, das es noch nie auf eine offizielle CD schaffte. Kann es Liebe sein? Die Nummer, die Falco auf seinem zweiten Werk Junge Römer solo darbietet, existiert auch in einer bislang nur auf Vinyl erhältlichen Version. Falco gemeinsam mit der Schauspielerin und Moderatorin Desiree Nosbusch, anno 1984. Am Tag danach sagst du,
uns heute ein. Während sich Desiree Nosbusch mit Falco das Mikrofon teilte, wollte dieser von einer anderen Dame auch körperlichen Einsatz. Mit Brigitte Nielsen, ehemals Herzblatt von Rocky Rambo Sylvester Stallone, entstand 1987 eine Art Arbeitsbeziehung. Es war harter Spaß, manchmal harte Arbeit, manchmal lustig, interessant, das ganze Spektrum der Gefühle. In einem Interview soll Falco einmal von der größten Frau in seinem Leben gesagt haben, mit ihr wollte ich nie in die Hitparaden, sondern ins Bett. Ganz ohne einen solchen Musikflop, hinter dem übrigens Starproduzent Giorgio Moroder stand, verlief die Beziehung zur Grazerin Isabella Witkowitsch, mit der Hans Hölzl ein knappes Jahr verheiratet war. 7 Jahre nach dieser Beziehung erfuhr der Wiener Starmusiker 1993, dass die unter Anführungszeichen gemeinsame Tochter Bianca Katharina gar nicht seine Tochter ist. Für ihn eine der schlimmsten Erfahrungen seines Lebens. Trotzdem ist in den Augen der mittlerweile knapp 21-jährigen Bianca Katharina einzig allein Hans Hölzl ihr Vater. Mit bei meinem ersten Schultag hat meine Schultüte gekauft, hat mich oft von der Schule abgeholt, habe die Elternsprechtage dabei, hat über der Lerner Aufgaben kontrollieren und. Also ganz normal. Bis auf die Ausnahme, dass sie Klavier lernen musste, hielt sich Hans Hölzl sonst als erziehende Autoritätsperson bei seiner vermeintlichen Tochter zurück. Er war eher derjenige, der was wie einen Schutz genommen hat von der Mama oder lass sie doch oder so. Also da war er doch eher der, was die Zügel locker gehalten hat bei dem Ganzen. Und locker sah Falco auch seine Dienstzeiten als Vater. Er ist heimgekommen um 3 in der Früh und die Katharina hat aufstehen müssen, weil da ist er auf die Idee gekommen, wir gehen jetzt baden oder wir gehen jetzt spielen. Also wenn er zu Hause war, dann war ich wirklich rundherum der Mittelpunkt. Da hat es nichts anderes gegeben dann. Trotzdem endete Hans Hölzls erstes und einziges Familienidyll nach 3 Jahren Beziehung. Sogar 4 Jahre hielt es der Sänger mit der Blondine Silvia Wagner aus. Wesentlich kurzlebiger war die Affäre mit Karl-Heinz Böhms Tochter Daniela. Falcos letzte längere Freundin, das kanadische Modell Caroline Perron, packte nur wenige Tage vor einer geplanten Verlobung die Koffer. Nur 2 Frauen hielten dem exzentrisch anmutenden Künstler tatsächlich die Treue. Seine Mutter und eine gewisse Jeannie. Jeannie, komm, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht?
Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir uns? Wir müssen weg hier, komm. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen. Und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir. In den letzten Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt. Führte vor allem auch aufgrund des dazugehörigen Musikvideos zu einer Kontroverse in den Medien. Für Falco selbst war es allein aufgrund der Filmklassikern nachempfundenen Szenen ein eindeutiges Liebeslied.
Die Medien interpretierten es öffentlich als eine Verherrlichung von Gewalt und Missbrauch. Etwa der deutsche TV-Journalist Dieter Kronzucker. Nach 5 Jahren im Ausland und mit der deutschen Schlagerszene nicht so vertraut, habe ich Genie im Autoradio gehört und mich entsprechend aufgeregt. Damit hätte es ja genug sein können. Dann hörte ich aber, dass der Schlager die Nummer 1 auf verschiedenen Hitlisten ist. Eine Recherche ergab, dass alleine gestern 20.000 Platten verkauft wurden. Die Zahlen und die Fakten machen Genie also zur Nachricht. Das Lied wurde damals sogar in Verbindung mit dem österreichischen Frauenmörder Jack Unterweger gebracht. Genie verschwand aus den Radioprogrammen, was aber den Erfolg keineswegs schmälerte. 1986 war der Song mit 2,5 Millionen verkauften Exemplaren die meistverkaufte Single bei unseren deutschen Nachbarn. Im selben Jahr veröffentlichte Falco das Album Emotional, auf dem er die Geschichte von Genie fortsetzte. Bei uns auf Radio Wien hören Sie jetzt eine Live-Fassung von Genie Part 2, Untertitel Coming Home. Was soll ich dir noch sagen? Es ist doch alles schon gesagt. Ohne uns sind wir die Hälfte wert. Wir gehen vorbei und sehen es nicht. He's a desperate man in a world so cold. Und du weißt, ich hab ein Herz wie ein Löwe. He's just longing for a woman. Und das Herz geht so lang zum Messer. Ich weiß, dass die Frau, die mich erträgt, noch nicht geboren ist. Aber ich bitte dich, komm zur Welt. He's a desperate man in a world so cold. Und du weißt, ich hab ein Herz wie ein Löwe. He's just longing for a woman. Und wenn du willst, dann geh ich down on my knees and pray to the spirits above. Sagen. Es ist doch alles schon gesagt. Siehst du, wo ich bin? Ich kann dir sagen, wenn nicht, dann nicht.
Er war ein Superstar und er bleibt populär. Falco Forever, das große Special zum 50. Geburtstag von Hans Hölzel. Jetzt auf Radio Wien. Nach nur mäßigen Erfolgen seiner Produktion Wiener Blut und der mit modernen, technikorientierten Worten gepflasterten CD Dada the Groove erntete Falco erst mit dem 1992 veröffentlichten Werk Nachtflug wieder mediales Interesse. Das Album blieb für 2 Wochen Spitzenreiter der heimischen Charts, die Single Titanic belegte Platz 4. Anfang 1996 verlegte der Wiener seinen Wohnsitz in die Karibik und bezog eine Finca in Puerto Plata im Norden der Dominikanischen Republik. Mit der letzten Single zu Lebzeiten, Naked, landete Falco in Österreich einen Hit. Naked, I just wanna take it. Naked, I just wanna shake it. Naked, I just wanna make it. Naked, I just wanna break it. Künstlerisch allerdings entfernte er sich mit dem Techno-Sound zu diesem Zeitpunkt zunehmend von seiner persönlichen Ideallinie. Ein Neubeginn schien in weite Ferne gerückt zu sein. Dazu Hansi Lang. Wenn man jetzt überhaupt die Falco-Karriere nimmt, kann man jetzt nicht unbedingt von einem Weg sprechen, weil der Hans das irgendwie nicht zugelassen hat. Das hat ihm eigentlich am meisten zu schaffen gemacht, also so habe ich das bemerkt. Also es ist nicht so eine gewachsene Sache in diesem Sinn. Übervorsicht, er wollte sich keine Blöße geben, ganz einfach, weil das auch in dem Konzept von Falco, so wie er ihn erfunden hat, ist eine Blöße nicht drin, auch nicht eine, unbedingt eine Natürlichkeit. Die Veröffentlichung seiner finalen Schöpfung, der CD Out of the Dark into the Light, erlebte Falco nicht mehr. 3 Wochen bevor der Tonträger die Plattengeschäfte erreichte, starb der Sänger, Bassist und, was weniger bekannt war, auch Pianist, am Nachmittag des 6. Februar 1998 bei einem Verkehrsunfall in der Nähe der Stadt Montellano in der Dominikanischen Republik. Als er mit seinem Wagen von einem Parkplatz aus kommend in eine Hauptstraße einbiegen wollte, rammte ein Autobus, Hölzels Geländewagen. Nur wenig später war er tot. Alkohol und eine hohe Menge Kokain wurden bei der Obduktion in seinem Blut gefunden. Falco war 41 Jahre alt. Sein Freund und U4-Türlsteher-Ikone Conny de Beauclair. Das war so ähnlich wie bei Dianas Tod. Ne? Das ist, man glaubt es nicht, man will es nicht glauben. Und ja, und dann kamen halt die Gerüchte rauf, ob Selbstmord oder echt. Aber wir haben das jetzt wieder besprochen, untereinander irgendwie, die Musiker und so weiter. Also wir sind alle fest überzeugt, das kann kein Selbstmord gewesen sein. Er ist halt in dem Auto gesessen vor dieser Lokal-Disco oder was das auch immer ist und hat halt seine Musik wahrscheinlich gehört. Er war ja so ein Perfektionist, er war ja unglücklich, wenn man ihm gesagt hat, du, die Nummer vergiss, die wird nichts, die wird kein Nummer 1 mehr oder das ist nichts und so weiter. Da hat er wie ein Vollprofi gearbeitet im Studio und das war für ihn seine schönste Zeit, wenn er Musik gemacht hat. Ne? You must leave now, that what you need. Zehntausende Fans, Freunde, Musikerkollegen, die Eltern und Mitglieder der Outsider, jener Motorradgang, die im Video Rock Me Amadeus mitwirkten, begleiteten am 14. Februar 1998 auf dem Wiener Zentralfriedhof Hans Hölzel auf seinem letzten Weg zu einem Ehrengrab, das eine senkrecht aufgestellte Glasplatte schmückt, auf dem Falco nahezu lebensgroß quasi über seiner eigenen letzten Ruhestätte wacht. Ich kann mich erinnern, dass ich irrsinnig oft den Spruch gehört habe, ja, dass das so kommerziell aufgezogen worden ist. Und ich habe mir immer gedacht, wenn der Hans nur lehnt hätte, dann war das noch 10 Mal ärger, was so passiert. Der war noch viel schlimmer drüber gefahren. Er hat 10 Meter Denkmal dort hingebaut, wirklich.
Für den war das zu wenig. Ich habe gesagt, ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Die Rocker hätten ihm vielleicht gefallen, ja, nicht schlecht. Und dann beim Grab haben sie sich getränkt, war auch nicht schlecht. Ah, nicht schlecht, könnte man vielleicht für Zeit im Bild verwenden. Aber sonst, ein Amateurhaft, wirklich. Der hätte weiter drüber gefahren, sagt er. Der hätte eine Schule gelassen aus Ungarn eigentlich. Unter den Trauergästen waren neben Hansi Lang auch Videofilmer Rudi Dalleschall, der ja zum nunmehrigen 50. Geburtstag die Falco-Dokumentation Hoch wie nie veröffentlichte. Und Altbürgermeister Helmut Zilk, der stets als eine Art Ziehvater Falkos gehandelt wurde. Er war von Haus aus ein hochintelligenter, begabter Bursch. Er war von Haus aus immer ein Schnelldenker. Er war einfach gescheiter als die Leute in seiner Umgebung. Und wenn man immer gescheiter ist und schneller denkt als andere, dann hat man leicht den Hang, als präpotent zu gelten. Und dazu kommt noch, dass er ehrlich war. Und das Pingelige ist natürlich, weil er einen Perfektionshang hatte. Falco war ein sauguter Musiker, ein genialer Sänger und Texter, ein hervorragender künstlerischer Botschafter Österreichs im Ausland. Und er war vor allem eines, immer seiner Zeit voraus. Ich krieg von dir niemals genug, du lässt in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle brennt in mir, du bist mein Überlebenselixier. Zerrissen. Wann kommst du meine Wunden küssen? Hörst du die Stimme, die dir sagt? Bereit, denn es ist Zeit für unseren Pakt über die Ewigkeit. Du bist schon da, ganz nah, ich kann dich spüren. Lass mich verführen, lass mich entführen. Heute Nacht zum letzten Mal ergeben deiner Macht. Reich mir die Hand, mein Leben, nenn mir den Preis. Ich schenk dir gestern, heute und morgen, dann schließt sich der Kreis. Kein Weg zurück, das weiße Licht kommt näher. Stück für Stück will mich ergeben. Muss ich denn sterben? Out of the dark.
feiert Falco Forever. Das große Special zum 50. Geburtstag von Hans Hölzel mit Radio Wien Musikexperte Tommy Vitera. Mit Sicherheit nahm wohl niemand an, dass durch Hans Hölzels Unfalltod dieser zur Ruhe kommt. Ein Elvis oder noch treffender, ein James-Dean-Effekt tritt zutage. Falco lebt weiter. Ob im Rahmen einer Sonderedition von Briefmarken der heimischen Post oder zum Beispiel in musicalartigen Inszenierungen wie Paulus Mankers spektakulär angelegte Cybershow und der Hommage Falco mit Amadeus. Jüngstes Produkt rund um das Thema Falco ist ein Spielfilm, den Regisseur Thomas Roth zum 10. Todestag des Popstars im Februar 2008 in unsere Kinos bringen will. Nach der Idealbesetzung wird noch gesucht. Inhalte sind dagegen schon vorhanden. Das ist ein fiktiver Film, das heißt, das ist logischerweise keine Dokumentation. Ich meine, man wird beim Film über einen Musiker schwer um seine Hits herumkommen. Natürlich wird das zu sehen sein. In Wahrheit geht es uns aber eigentlich vielleicht um den Konflikt zwischen den zwei Seelen, die da wohl in der Brust dieses Mannes geschlagen haben, nämlich der Falco und der Hans Hölzel. Und die begegnen sich immer wieder und da versuchen wir halt dem ein bisschen nachzuspüren mit allen Verletzungen, die wahrscheinlich ausgeteilt wurden und die auch dem Falco selbst widerfahren sind. Bereits 1985 erschien in der Science-Fiction-Serie Perry Rhodan übrigens eine Figur mit Namen Falco Hölzel. Sie wurde als Verneigung des Autors Peter Griese in die Heftnummern 1263 und 1268 eingebaut. Wer lieber auf Falco im Maßstab von 1:1 steht, dem sei der Wiener Michael Patrick Simona vorgestellt. Es hat vor Ihnen Falco gegeben, es hat mit Ihnen Falco gegeben und es wird nach Ihnen Falco gegeben. Nicht nur im Rahmen eines eigenen Cover-Remixes lässt der gelernte Friseurmeister das Idol auferstehen. Michael Patrick Simona schlüpft seit 9 Jahren auch selbst als einziger offiziell beglaubigter Falco-Darsteller bis zu 80 Mal pro Saison zwischen Kopenhagen und Las Vegas, vor allem optisch, in die Rolle der Legende. Die Sammlung erstreckt sich von der blauen Uniform, die im Video Sound of Music auch getragen wurde. Dann haben wir den schwarzen Mantel von Out of the Dark und die rote Uniformjacke, die an und für sich von ganz Wien eigentlich vom Hans erfunden worden ist, dieses Sgt. Pepper Outfit in dieser roten Uniformjacke, die dann erst später zu Amadeus umgewandelt wurde bei seiner Show, aber ursprünglich bei ganz Wien zum ersten Mal in O4 getragen wurde. Und dann haben wir noch ein neu dazugekommen von Emotional, das legendäre Brillensakko. 0 Uhr 10 und keine Spur von dir. Ihr Business läuft hoch auf Tour. Die stärksten der Stadt ergeben sich. Gefügig ihrer Crew. Goldene Nase heißt sie auf der Szene. Sie schürft bei dir und sie schläft bei mir. So viel Hitze im Tiefkühlfach. So viel Hitze in ihr. Und vergisst, die Hitze schafft sie nicht mehr. Nehmt euch den Ring, den mit dem weißen Stein. Er ist ja doch nur von mir. So viel Hitze im Tiefkühlfach. So viel Liebe. Na 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 na.
Bassist namens Hölzl wurde zu Falco. Die Geschichte einer österreichischen Weltkarriere. Jetzt auf Radio Wien. Wir kommen zum letzten Kapitel unserer Falco-Stilblüten, den Sammlern. Harald André darf sich getrost den inoffiziellen Titel Falkologe verabreichen. Unzählige Videos und Platten, aber auch zehntausende Falco-Artikel aus in- und ausländischen Zeitungen trug der gebürtige Steirer seit 1982 zusammen und verwaltet diese akribisch. Also ich nehme sicher jeden Tag, und das ist nicht übertrieben, sicher 2 Stunden Zeit dafür, sicher mal 1 Stunde zu stöbern im Internet, auf diversen Internet-Auktionshäusern oder sonstigen Händlerseiten, wo ich mir nach was Neuem ausschaue, im Halte, und im Nachhinein, wenn ich was bekommen habe, dann wird das natürlich entsprechend gepflegt, also die Artikel in Hüllen gelegt oder die Schallplatten entsprechend mit Hüllen versehen und dann chronologisch archiviert. Zwar schmücken auch Gold und andere Edelmetall-Auszeichnungen die Sammlung unseres Falkologen. Also man könnte sicher mit 4-stelligen Euro-Beträgen rechnen. Aber den eigentlichen Stolz in Haralds Falco-Collection stellt ein Zeitungsbericht dar. Eine absolute Rarität in puncto Zeitungsausschnitten ist ein Bericht von The Sun aus England mit dem Titel My Mate Mozart by Falco the Fruitcake. Und das ist ein zweiseitiger Bericht über einen österreichischen Star. Das ist, war damals eine Rarität, eine Sensation. Und hier wird beschrieben, also wie Falco mit dem Flugzeug einen Teddybären mitgenommen hat. Und das wurde von der Yellow Press damals sehr, sehr groß halt eben aufgeboostert. Einen rein musikalischen Zugang zur Materie Hans Hölzl hat Wolfgang Strobel, Betreiber des bekannten Wiener Eventlokals Fledermaus und einst bei jenem kleinen Plattenlabel tätig, bei dem auch Falco sein ruhmreiches Erstlingswerk einzelhaft aufnahm. Also meine Bekanntschaft mit Falco stammt aus den 70er Jahren, wo wir uns alle im legendären Wum Wum immer getroffen haben, wo die Musikszene damals ihren Schmelztiegel hatte. Und im Wum Wum liefen halt musikalische Sachen wie Santana, Billy Cobham, Jazz Funk und David Bowie, gute Rockmusik. Gleichzeitig war gerade die Disco-Zeit am Kochen, und dafür hatten wir natürlich auch damals sehr viele Sympathien, und auch der Falco, der ja auch in der Band Spinning Wheel dann spielte, die ja Diskothekenmusik machte. Und ganz guter Ausschnitt aus der Zeit ist, wie gut Falco damals eigentlich Grease interpretiert hat. Eine ähnliche Top-Rarität stellen Coverversionen der Beatles dar, denen Falco stets verbunden war. Falco war ja mit seinen größten Hits in den Diskotheken weltweit vertreten, aber im Grunde seines Herzens war er ja ein Rocker. Einer der größten David Bowie-Fans, die ich kannte, und auch ein Beatles-Fan. Und als dann der ganze Stress, Hits zu produzieren, von ihm ein bisschen abgefallen ist in den 90ern, hat er sich bei manchem Auftritt auch einmal erlaubt, seine Roots zu zitieren, und wunderschön ist Baby, you can drive my car. Kann ich nur anmerken, hättest du einen Chauffeur genommen, dann hätten wir dich halt noch. Ein anderes Beispiel für den Weitwinkel, den Falco in seiner Musik zuließ, ist der Song Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Also Mutter, der Mann mit dem Koks ist da, ist natürlich keine Falco-Nummer. Der Falco hatte ich gekannt von früher, ein Gassenhauer der 20er, 30er Jahre aus Berlin, wo damals schon die Doppelsinnigkeit dieses Textes belächelt wurde. Die Nummer ist immer wieder neu aufgenommen worden, unter anderem auch in den 60er Jahren von Willy Nolle, längst vergessen. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Also Falco hat das nicht erfunden, Falco hat das nur zitiert und hat die Originalität erkannt und hat den Hit mit gehabt, seinen letzten großen zu seinen Lebzeiten. Der Mann mit dem Koks ist da.
Von den Techno-Beats bis zum Rock und vom Disco-Sound bis zum deutschsprachigen Rap. Gerade in dieser Disziplin wurde er Falco zum Lehrmeister für nachfolgende Generationen, die ihn unabhängig von Musikgeschmäckern jetzt wieder als Superstar feiern. Und so kann man getrost einen André Heller-Titel auch dem Hans Hölzel verleihen. Für immer jung. Auch zum Thema Jugend gab es da übrigens schon etwas von Falco. Schon als er sie zum ersten Mal sah, war ihm alles klar. Denn sie war 17 und sie hatte blondes Haar sogar. Sie trug den Bank zur Schau und heiße Blicke warf sie weg. Schick mit Checke, wunderbar. Sie war 17er. Den Blick so sternenklar. 17er. Was dann noch war? Er lud sie ein, sie sagte, Cola, Zitronen hatte ich schon. Machst du Business, machst du Cash, dann komm mal an, get it on. Den Pogo fetzte sie aufs Tanzparkett, auch seinen Sekt, den fand sie nett. Er dachte, Abschuss positiv, sie macht sich sicher gut im Bett, Bett, ach wie nett in seiner Welt, was er nicht wusste war. So sternenklar. 17er. Gerissen ganz und gar. 17er. Ein Wunder. 17er. Ein Finster ohne Lohn. Und sagte, come on, Jürgen, sweet man, Jack, das wartet schon, er wird sein Horn ohne Lohn auf und davon. Was er jetzt wusste, war 17er. Beim Image alles klar. Gerissen ganz und gar, ja. 17er. Ein Wunder, ah. 17er. Gas geben, Gas geben, wie mein Vater immer gesagt hat. Falco, Superstar aus Wien. Zum 50. Geburtstag von Hans Hölzel. Das Falco-Special. 2 Stunden im Zeichen einer österreichischen Musiklegende. Mit Radio Wien Musikexperte Tommy Vitera. Der Stadt. ORF Radio Wien. Die Nachrichten. Es ist 22 Uhr. Im Nachrichtenstudio begrüßt Sie Martin Balder. Guten Abend. Österreich bekommt mehr Zeit.